Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Prost spielen. Und ich habe lange überlegt, ob ich sie überhaupt machen soll, weil Prost spielen hoffentlich nie wieder. Ist das erlaubt? Naja, wir werden es zumindest machen. Garen Toplane, gespielt von Wonder von G2, nachdem Garen über 4 Jahre Competitive Hoplane nicht gezeigt wurde. Und über 3, ich weiß es gar nicht mehr genau. Zumindest ist er einer der Champions, die gespielt werden. Und ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein Matchup vor mir, wo man auf jeden Fall verstehen wird, warum das so ist. Wir machen gerade einen kleinen Counter-Invade. Kleiner Runenexkurs. Ich gehe für die Predator-Variante. Und ich drehe mich offenbar sehr, sehr oft im Kreis und flashe dann raus. Ich hätte ja auch für W gehen können. Mit W hätte ich das Ganze besser tanken können. Aber dadurch, dass die zu 5 kurz davor waren, alle in uns reinzujoggen, dachte ich mir, AOE-Damage, probably the best choice. Kann jetzt hier nochmal ein Ward drüber stellen. Einfach, um nochmal ein bisschen extra Gefahr zu haben. Schade. Der Pike da in der Lage ist, sein Q-Dober durchzubringen. Wird das vielleicht was? Thresh ist geflasht. Ich bin geflasht. Ansonsten nur ein Ignite gewastet. Das denke ich fein. Hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können. Pike hat auf jeden Fall einen sehr angenehmen Ping. Er war schon in der Chippet Selection ein Sweetheart. Ja, ich wollte ihn für ihn picken und er meinte nein. Aber er meinte nicht nein, wie normale Menschen das sagen, sondern mein in Crimean River. Das war sehr besonders. Naja, also, Predator-Variante gehe ich hier mit Taste of Blood für ein bisschen extra Sustain. Ravenous Hunter als entscheidende Rune und ansonsten diese beiden, das sind die aus meiner Sicht stärksten Runen, die man auf Garen nehmen kann. Das heißt, die sollte man immer mitnehmen. Man kann für Grass of Sun Dying gehen. Dann würde man hier Demolish mitnehmen, dann halt eben diese Second Wind. Okay, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Start, den man sich wünscht. Die Variante und es gibt auch noch die Variante, wo man für... Boah, mir fällt der Name nicht ein. Spellbook. Spellbook, damit ist tatsächlich Wonder gegangen. Für die Variante persönlich ein bisschen weird, aber in den ein oder anderen Matchups macht es durchaus Sinn, weil du halt gelegentlich auch mal einen Ghost picken kannst, um Leute runter zu rennen. Gerade gegen Leute, wo du nie in der Lage sein wirst, die Gap zu closen. Wie übrigens zum Beispiel Kennen. Denn Kennen ist tatsächlich ein ziemlich badass Matchup. Ist allerdings genauso eins der Matchups, die du eben bekommst, wenn du Garen pickst. Fairerweise musst du sagen, G2 hat Garen gelastpickt in der Karma rein. Das war ein bisschen weird. Generell vielleicht nicht das Spiel, wo man Garen gut picken konnte. Denn Garen hat sehr, sehr klar definierte Stärken und Schwächen. Und das ist etwas, wo ich persönlich der Meinung bin, dass das sehr, sehr angenehm ist. Es ist ein sehr ehrlicher Champion. Ne? Also... Pike jetzt auch noch gestorben. Ja, vielleicht solltest du... Okay. Naja, vielleicht solltest du nicht irgendwohin auf die Map klicken, wenn du dich siehst. Und wenn doch, vielleicht solltest du einfach nicht versuchen, mit einem 6000er Ping zu reconnecten, damit wir goddammit ein Remake machen können. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, also das sind so ein bisschen die Sachen. Garen ist ein sehr ehrlicher Champion aus meiner Sicht. Es ist ein Champion, der einfach sehr klar definierte Stärken und Schwächen hat. Und dadurch für mich auch immer ein sehr klares Counterplay. Ich habe mich selten gegen den Garen in der Position gefühlt, wo ich mir dachte, boah, das ist aber unfair, dass der mich hier gerade killen kann. Sondern wenn Garen nicht killt, dann weißt du in den meisten Fällen, was du falsch gemacht hast. Es sei denn, er ist halt so gigantisch fett. Aber selbst dann, ich meine, was soll passieren, wenn er alle Gap-Closer-Items im Game kauft, dann kann er sich vielleicht oppressive anfühlen. Normalerweise... What? What? Fünf? Sechs? Jetzt zum... nee, also mein Mind ist einfach komplett exploded. 6 Goldsäcke droppt der Boy. Dazu muss man wissen, dass bei der letzten LEC der Toplaner von Misfit pausiert, weil er mit Kleptokarma nach 20 Minuten kein Item hatte. Und Riot hat das dann überprüft und hat festgestellt, dass der einfach extremst wenig Glück hatte. Oder extremes, Bad Luck, ne? Und dementsprechend, er hat nach 20 Minuten kein Item. Und der Boy hat nach 4 Minuten 6 Goldsäcke. Ich korrigiere mich, 7. I mean...
Are you kidding me? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand so viele Goldsäcke rausbekommt. Wurde irgendwas gechanged? Ich meine, das muss ja ein World Record sein. I mean, what the fuck? Okay, aber darum soll es hier natürlich heute nicht gehen. Ne? Aber sorry, Leute, aber da kriegst du einfach einen Gigamental Breakdown, wenn du sowas siehst. Das habe ich ja noch nie erlebt. 7 Stück. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil Ken jetzt Level 6 ist. Ja, und dieses recht, ich sag mal, nervtötende Gameplay, das ist das, was Garen immer wieder erwartet, weil Garen ist nun mal ein Melee. Garen hat ein paar gute Matchups, zum Beispiel gegen sowas wie Riven etc., wo du mit dem Silence wirklich Work machen kannst. Generell magst man übrigens den E. In diesem Matchup, wo ich hart gepokt werde, gehe ich meistens für den Q-Max, weil gegen Ken zum Beispiel der Silence einerseits ganz nett ist. Ah, okay, der ist tot, bevor ich ankomme. Oh, lol. Der ist in die falsche Richtung geflasht, ich sehe schon. Ja, ich weiß, dass Sylos in der Theorie ist das auch gut, was du da machst. Aber in der Praxis habe ich ja einfach eine riesige Minion-Wave und nicht mal ansatzweise Prio gegen den Cannon. Das ist auch generell das Ding. Ich meine, die Folgen aktuell gehen immer sehr viel über Prio, weil es halt eben in Competitive so unglaublich wichtig ist. Mit Garen wirst du nie Prio haben. Ne? Da brauchen wir gar nicht viel drum herum reden. Er kriegt da doch ein Elixir of Skill? Das ist das seltenste Item, was du bekommen kannst. I mean... What the fuck? Ah, schade. Ich dachte tatsächlich, ich würde mit dem E hier jetzt genug Damage machen. Vielleicht hätte ich ihn doch als erstes maxen sollen. Vielleicht wäre es hier doch besser gewesen. Es ist wirklich weird, muss ich sagen, ne? Also das ist einer der glücklichsten Cannons, die ich jemals gesehen habe. Aber ich meine, an solchen Tagen muss man halt einfach Lotto spielen gehen und dann hat sich das mit Arbeit erstmal erledigt. Die Idee dahinter, den Q in solchen Matchups zuerst zu finishen, ist halt eben, dass wenn du für diese Predator-Variante gehst, spielst du sehr viel um das eine All-In herum. Das heißt, du willst halt einmal auf den Gegner drauflaufen und du willst ihn dann bürsten. Jetzt ist natürlich das Ding, dass Garen's Damage mit dem E zwar generell größer wird, du allerdings einerseits mit dem Q quasi... Da war mein Daily Freeze, sorry. Einerseits mit dem Q in der Lage bist, unter dem Turm ein bisschen besser zu lasten, weil du den Cooldown des Qs natürlich auch verringerst. Und andererseits halt eben in diesen All-In-Trade dann verhinderst, dass der Cannon dich über die Spades von Anfang an hart outtradet. Was ja genau ansonsten die Option wäre. Interessanter Play vom Ken. Ich würde eigentlich gerne stayen. Ich glaube, ich kann ihn outplayen, oder? Ah, ich glaube, ich würde dafür votieren, ihn hier zu outplayen. Ich glaube, auch hier, wenn ich die Ult quasi, wenn ich die Entscheidung für die Ult zu gehen einen Ticken früher treffe, kann das hier auch fein sein. Ich gehe zurück in die Base. Ich bin 13 CS behind, das ist okay dafür, dass ich quasi nonstop reingepusht werde und wirklich sehr, sehr wenig Spaß hat. Er hat allerdings 8 Goldsäcke. Das... I mean, das ist nuts. Also wirklich da... Puh. Generell, wenn ihr für andere Runen geht, wollt ihr immer für die Free Boots gehen, einfach weil die noch ein bisschen mehr Movement Speed geben. Hier in meinem Fall ist das jetzt nicht unbedingt die beste Option. Ich meine, das sind... Das ist, glaube ich, wirklich ein neuer Rekord, oder? Ich meine, der Typ steht da actually jetzt 2-0. Das ist halt schon... Und der hat doch ein Elixir of Skill bekommen. Naja, aber das ist so ein bisschen das Leben als Top-Lane-Garen. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum man diesen Champion so selten sieht. Ne? Er wird halt einfach von sehr, sehr vielen Dingen in League of Legends aktiv gemobbt. Nicht nur vom... Klepto-Luck, sondern halt auch von nahezu jedem Top-Laner, gegen den du spielen kannst. Wie gesagt, es gibt ein paar gute Matchups, aber das ist so ein bisschen das Ding, was immer wieder da dagegen geht. Gleichzeitig ist es auch so, dass Garen immer ein ganz großes Problem haben wird, die Gap zu closen. So. Also gegen nahezu alles... Oh, ich wollte gar nicht mein W aktivieren. Das war im Missklick. Im Bad One. Gegen fast alles... wirst du nicht in der Lage sein, die Gap zu closen. So. Predator kann dieses Problem halt genau einmal lösen. Das ist ganz cool, aber
Ja, mehr als das kriegst du da halt auch nicht raus. Jetzt ist hier ein Nocturne. Ich will eigentlich ganz kurz die Honeyfruit hier mir gönnen. Wer das macht, kennt meinen Turm zu Brei, aber das ist jetzt eh gerade eine Cannon Wave. Das heißt, ich könnte da eh nicht so viel dran ändern. Was ich jetzt mache, ist, ich zünde einfach mal Predator und gehe einmal gucken, wie viel Bock der Cannon denn auf so einen Trade hat. Das Problem ist, mein W ist quasi sehr früh ausgelaufen. Ja, und auch in diesem All-In-Trade, den ich quasi hier fabriziere, mache ich nicht so viel. Bisschen weird. Treffen nicht so viele Skillshots hier. Aber ich krieg leider auch meine Ultimate nicht durch. Oh, das ist schwer. Meine Butler wäre dessen allerdings in der Lage, hier den Kill zu forcen. Generell sollte ihr gegen Ken immer für Mercs First gehen. Das ist sehr, sehr gut. Hat er schon wieder was rausbekommen? Bisschen was, ne? Ja, unwürdig. Ja, ich glaube, ich hätte da nicht für Sol-In gehen sollen, aber andererseits kann ich da doch nicht so viel dran ändern, ne? Ich meine, das ist ein schönes Beispiel, warum Garen kacke ist, ne? Ich hätte ja, wenn ich für das Sol-In nicht gehe, ist auch fein. Ich glaube, ich hätte trotzdem für den E-Max gehen sollen. Ich glaube, Q-Max hat in den Trade gar nichts gebracht. Ich habe ihn zwar zweimal rausbekommen, aber ich hätte mit dem E auf jeden Fall mehr gemacht. Also ich kann Q-Max nicht empfehlen. Außer gegen sowas wie Riven vielleicht. Weil da der Silence halt eben euch die Trades gewinnt. Aber gegen Ken, ich dachte, es wäre besser, aber es war jetzt doch eher weak. Das Problem, was Garen auch hat, ist, dass er ohne Gold einfach nicht nützlich ist. Also er kann. Du machst halt nichts. So, du bist kein vernünftiger Tank. Du bist kein guter Damage-Dealer. Du bist niemand, der einen Carry irgendwie bedrohen kann. Im Endeffekt kannst du sehr wenig tun. Sagen die Zoe spielt das schon super bad. Oh man, wenn ich meinen Q da später aktiviere, ist das alles fein hier. Brauche ich den Kill nicht. Ich sollte den Kill auch gar nicht nehmen. Ich werde so oder so relativ useless sein. Kann mir gerade den Nocturne ein bisschen helfen. Gleichzeitig natürlich auch Movement Speed für mich kriegen. Das Wichtige für den Ken ist jetzt, dass er sich von der Lane löst und quasi den Lead, den er hat, versucht auf andere Lanes zu drücken. Ich kann jetzt mein W aktivieren, das heißt, ich bin ziemlich tanky. Okay, wir kriegen den Shutdown. Ich habe halt den Silence Instant. Nice, good job. Das war wunderbar. Ich sollte trotzdem die Kezig nehmen, glaube ich. Das ist schon. Also ich glaube, das Gold, was ich jetzt kriegen müsste, um hier in dem Game nochmal den Ken gefährlich zu werden, das ist halt zu hoch. In dem Moment, ich habe jetzt gleich Black Cleaver und Mercs. Das ist schon ganz gut. Das Hauptproblem gerade ist, dass ich nicht weiß, ob der Ken einen TP-Ward hinter mir hat, ne? Ich habe jetzt kurz den Turm getankt, damit ich hier ein bisschen mehr Damage machen kann. Ach, ich habe ja gar keine Demolish mit, ne? Na gut, dann kriege ich hier auch keinen Turm. Normalerweise habe ich halt eben Demolish mit, weil ich für die Grabs-Variante gehe. Ich dachte, hier Predator wäre besser. Aber Predator hat auch nichts daran geändert. Ich meine, jetzt gerade der Engage war jetzt auch wenig Predator-abhängig. Ich habe eine Zeit lang ja ganz gerne Lethality Garen mit Humus gespielt, als Gap-Close-Tool. Das war auch witzig, aber ich glaube auch, das ist nicht wirklich strong. Tut mir schwer, ist jetzt die dritte Aufnahme, die ich für den Wumms hier benutze. Und bis jetzt, also die hier wird auf jeden Fall auf dem Zweitkanal landen. Die anderen waren wieder eher von Toxic-Leuten geprägt, sondern es ist halt immer schwer, die Aufnahmen tatsächlich vernünftig zu benutzen.
Und ich muss sagen, es ist halt auch ein witziges Szenario. Dessen Kennen so viele Stacks, also so viel Gold aus Klepto kriegt. Also vielleicht bin ich auch tatsächlich einfach nicht up to date und es wurde irgendwann mal verändert, dass man mittlerweile mehr rausbekommt. Aber das schien mir schon. Das schien mir schon sehr, sehr viel. Ja, ich habe einen Q gedodged. Ah, really? Ah, fucking really? Warum ist der so schnell? Your inhibitor has been destroyed. Warum? I mean, seriously. Wie kann er so schnell sein? Warum könnte er die Gap closen? I don't really get it. There we go. Das ist immer so eine Option, die ihr habt, wenn ihr wisst oder wenn ihr das Gefühl habt, jemand sitzt da in dem Busch. Also wie jetzt hier der Ken, dann lauft ihr nicht sofort auf den Busch zu, sondern ihr lauft quasi an ihm vorbei und stellt dann den Ward rein in dem Moment, wo ihr in der besseren Chase-Position seid. Also hier war ich dadurch ja dann in der Lage, den da noch zu holen. Warum zur Hölle war der jetzt schneller als ich? Hat der die Freeboots? Nee, das würde ich ja sehen. Weil die Freeboots, mit denen wäre er halt schneller. Ist der Base Movement Speed von Garen so kacke? What the fuck? Also, an sich sollte der Base Movement Speed von Garen ja gar nicht so schlecht sein. Was soll ich denn? Fuel. Oh, okay, ja, gut. I'm pretty dead. Das war witzig. Ich weiß jetzt nicht genau, was sich der Thresh dabei gedacht hat. Da einen Flash Hook auszupacken, also selbst wenn die mich da killen. Aber wobei, ich bin relativ strong gerade, ne? Ich bin tatsächlich Gold wert. Oh shit. Oh shit. Okay, nevermind. Ist das hier eine Fake-Pflanze? Ne, ist nicht, ne? Wunderbar. Ja gut, das war eher my bad, ne? Aber ich dachte auch nicht, dass der da instant dafür gehen würde dann. Oh shit, hier ist kein Turm. Weird. Warum war da kein Tor mehr? Und warum habe ich das nicht mitbekommen? Das ist, glaube ich, die viel spannendere Frage. Ja, weiß jetzt nicht, ob man mich da pingen muss. Ich glaube nicht, dass ich da viel gerade machen kann. Ich kann allerdings nach den Raptoren basen und dann den Inhib deffen. Das sollte kein Problem sein. Aber die werden dafür eh nicht gehen. Naja, da kann man auch mal ganz, ganz böse schreiben. Das hilft garantiert viel. Bisschen die Frage, wofür wir hier gehen wollen. Righteous Glory ist wahrscheinlich die beste Option. Oh, tatsächlich haben die gestellt. Upsi. Ja, das war natürlich nicht so nett von mir, ne? Ich chase sie jetzt hier einfach down. Ja, wenn ich da ein bisschen früher bin, ist es tatsächlich besser für mein Team, ne? Da war ich ein bisschen spät. Botte jetzt TP'en sehe ich allerdings jetzt auch nicht ganz ein. Ich baite jetzt, dass ich nur den Try checken wollte, aber eigentlich will ich die Seju killen. Ist die Frage, ob die Sage Bock hat, das zu contesten, ne? Ich denke schon. Ah, wenn ich den Red Buff bekomme, ist es vielleicht sogar noch halbwegs fein.
okay. Haben wahrscheinlich mehr drin. Oh, der Luschen redet zu viel, ne? Sagen die neuen Project Skins gehen mir schon wieder mega auf die Eier. Für Champions zu erkennen ist einfach so schwer geworden. Mehr und mehr würde ich mir einfach einen Default Mode wünschen, der natürlich gar keinen Sinn macht für Riot, weil obviously sie Geld verdienen wollen. Ich verstehe das ja auch. Warum hatte ich jetzt kurz mehr Gold? What the hell? Das ist ja auch in Ordnung, aber ich finde einfach den Pike zum Beispiel bei Level 1 hatte ich keine Ahnung, dass das Pike ist. Bin ich ehrlich, ne? Ich hätte übrigens versuchen können, Predator zu zünden für extra Damage. Denn der schütte eher zum Problem. Du kannst auf Garen übrigens Item-Builds bauen, die sonst eher nicht so gehen, weil du sehr viel Armor und mehr über die Passive bekommst. Über die W-Passive, wohlgemerkt. Na klar, fangen wir einfach mal an. Ich meine, was soll schon schief gehen? Okay. Ich mach meinen Job bis hierhin. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass es worth ist, dass wir hier tief dumm chasen. So ärgerlich. Was will er von mir? So. Ich habe auf jeden Fall noch die Möglichkeit, da in den Fight reinzukommen. Spirit Visage wäre ja ganz gut, aber ich glaube fast, dass Adaptive Fan besser ist. So low, ja. Oh, wenn der Q da noch durchgeht, wäre es so fein. Ha, schade. Ich meine, ich kann auch untenrum laufen, aber es macht keinen großen Unterschied. Dass Righteous Glow nur Vision gibt, wenn du nur Movement Speed gibt, wenn du die Leute siehst, ist an sich gut für das Game, aber ist in solchen Situationen immer relativ frustrierend. Eieiei. Ist aber wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Games einfach instant verloren werden, weil Leute täten. Ne? Der Pike verkackt seine Ultimate, geht instant in Rage Mode. Wir reden nicht mehr darüber, wie wir die nächste Szene gewinnen können, sondern wir reden nur noch darüber, wer schuld ist. Ich bin auch unkonzentriert beim Dash-Fight, gehe für den Chase. Es ist halt alles immer wieder dasselbe. Es macht Klick auch so unattraktiv. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in diesem Jahr noch nicht einmal gedacht, als ich frei hatte, boah, lass mal eine Runde League zocken. Das passiert aber nicht mehr. Ich finde, die Community ist so anstrengend, dass ich League ausschließlich für Aufnahmen spiele. Und dann habe ich auch Spaß dran. Das ist ja das Schöne quasi. Aber ich könnte League nicht mehr spielen als das, was ich spiele. Ich könnte niemals Fulltime-Streamer werden. Oder aktuell streame ich ja legit gar nicht. Oder wenn dann TFT. Ist natürlich der Kacke, weil ich auf sowas wie Twitch Rivals da nicht eingeladen werde, weil ich scheinbar zu wenig League spiele, auch wenn da jeder Zweite, der dabei war, gar kein League zockt. Aber hey, whatever. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen doof, aber es ist einfach für meinen Mental Health Zustand, ist es einfach mega worth, darauf zu verzichten, das zu zocken. Ich wreck hier relativ viel.
ist er denn hin? Da hinten ist er. Ah, es ist wieder Zeit, den Top-Laner zu pingen. Ah, geht der wirklich Rylai's? Oh, dass die Ult nicht durchgeht. Fucking hell. Ja, dadurch, dass Rylai's geht, sind die Boots of Swift ist vielleicht die bessere Option. Ich habe vor einer Season habe ich gesagt, dass am Ende eines Games immer 9 Leute denken, dass sie immer 10 Leute denken, dass sie verdient haben, das Game zu gewinnen. Und ich glaube auch immer noch, dass es so ist, aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass aus irgendwelchen Gründen niemand mehr glaubt, gebannt werden zu können. Ich habe es ja auch sehr gut daran gemerkt, an dem letzten Video, wo diese zwei deutschen Idiots quasi die ganze Zeit mich erneut haben. Und Leute danach, die größte, das, was die meisten Leute gesagt haben, war, ja, das ist ja gar nicht schlimm. Weil jedes Game habe ich ja schlimmere Sachen. Und ich glaube auch, dass es stimmt. Aber das Ding ist, für mich ist es too much. Für mich sind dieses Dauerping, dieses ständige andere Leute ankacken, it's simply too much. Und das, was ich machen kann, ist einfach den Chat disable. Das ist absolut möglich. Aber auch dann, ich weiß nicht, selbst, ja, kann man die jemanden ordnen? Ich denke nicht. Dann ist es natürlich in Game, was ich wieder mehr enjoyen kann und alles, aber das Ding ist, das ist ja nicht das, was ich will. Das, was ich will, ist Teamranked. Teamranked gibt's nicht. Das, was ich will, ist dann Solo-Queue mit Leuten, die tryhard. Das gibt's nur am Anfang der Season. Da können die so viele Mini-Rewards und Mini-Seasons einführen, wie sie wollen. Er kann sein Glück auch nicht fassen. Das ist, warum Garen sagt. Ein bisschen, warum Soul League tut. Tschüss.